Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, es ist 19 Uhr und Sie haben wieder alles richtig gemacht, denn Sie sind dabei bei der 10-Euro-Überraschungsshow. Das heißt, Schnäppchen folgt hier auf Schnäppchen. Eine halbe Stunde lang haben wir alle Produkte für Sie, für diese Show, auf 10 Euro herunter reduziert. Ganz egal, was Sie vor wenigen Sekunden noch gekostet haben. Wir wissen beide nicht, was kommt, aber wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen. Ich würde sagen, wir starten auch gleich. Möchtest sehr du gerne, aber sehr gerne sogar. Holen wir unsere Mädels dazu? Richtig. Denn die wissen natürlich, was wir Ihnen zeigen werden jetzt in den kommenden Minuten. Und gerade in der 10-Euro-Überraschungsshow haben wir immer so eine schöne breite Auswahl. Vielen Dank. Carsten, das kleppert. Das kleppert? Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Oh, nein, nein. Du kannst kaputt machen. Es kleppert, hörst du es? Oh ja, 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 ja. Das ist was richtig Schönes. Das sind unsere. Da bin ich aber jetzt überrascht, dass die hier in der 10-Euro-Show auftauchen, weil das ein sehr beliebter Artikel auch an anderer Stelle im Programm ist. Unsere Baseballschläger-Taschenlampen. Also eine Taschenlampe, die so ein bisschen im Design, aber das heißt ein bisschen, im Design her einem Baseballschläger ähnelt. 31 cm gut lang, also schon recht beachtlich und vor allem mit einer enormen Leuchtweite ausgestattet. Wenn wir jetzt nur mal von der Taschenlampe sprechen. Zum einen haben wir hier 260 Lumen, was schon sehr, sehr hell ist. Und zum anderen haben wir eine Leuchtweite von bis zu 100 Metern. Und das finde ich für eine Taschenlampe absolut herausragend. Und damit siehst du natürlich wirklich was. Wir gehen in die dunkle Jahreszeit, das lässt sich nur langsam nicht mehr leugnen. Und wenn jetzt bald wieder die Zeit kommt, wo du abends dann eben dann schon noch mal eine Runde mit dem Hund drehen möchtest, ja, und dann ist es natürlich draußen schon stockfinster, braucht man eine vernünftige Taschenlampe. Und ich behaupte mal, dass der ein oder andere, vielleicht auch die Damen beispielsweise, wenn sie mit dem Hund dann draußen unterwegs sind, sich vielleicht auch ein bisschen besser fühlen, ein bisschen sicherer fühlen, wenn man vielleicht mal so ein bisschen was in der Hand hat, was auch mal Eindruck schindet, oder? Auf jeden Fall. Damit hat man die Sicherheit auf seiner Seite. Die ist super schwer. Aber die liegt halt so gut in der Hand, weil sie so schwer ist, nicht aus Plastik oder so. Dann auch mit diesem Handschlaufe hier, perfekt. Schon cool gemacht, ne? Ja. Ist Vollmetall übrigens, ja. Also auch da eine super Qualität, wind- und wetterfest. Ist natürlich jetzt auch mal für draußen gedacht, gerade jetzt so in den Herbst, in den Winter hinein. Also wenn es mal kühlere Temperaturen hat oder wenn es mal ein bisschen regnet, ein bisschen schneit oder sowas alles, macht es dieser Taschenlampe überhaupt nichts aus. Und abrutschen kann man auch nicht so schnell. Die hat diesen geriffelten Griff da oben. Richtig. Also ein sehr schönes Modell. Gefällt mir sehr gut. Also ich finde es mit die originellste Taschenlampe, die wir überhaupt im Programm haben. Und das ist ganz wichtig. Das ist aus unserem regulären Programm. Die haben wir jetzt als Bestseller immer im laufenden Programm. Und Sie haben jetzt einmalig die Chance, diesen Bestseller für gerade mal 10 Euro zu bekommen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube 18 oder 19 Euro kostet sie regulär im Programm. Ja, so ein Dreh, ne? Ja, und das finde ich schon günstig. Aber hier jetzt 10 Euro. Und jetzt kommt noch der Hammer, und das gilt ja für all unsere Produkte. Sie dürfen jedes einzelne Produkt, das Sie hier sehen, wenn wir nichts anderes sagen, bis zu 5-mal bestellen. Also auch hier gerne die ganze Familie ausstatten. Und wir merken das selber und Sie auch. Es wird jeden Abend ein bisschen früher dunkel. Jetzt geht es auch nicht mehr lang. Dann haben wir wieder die Umstellung auf Normalzeit von Sommerzeit. Dann ist es auf einen Schlag. Eine Stunde früher dunkel. Ja. Aber ich glaube, damit, Diana, fühlt man sich sicher, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, wenn Mädels gehen ein bisschen raus, ja, abends, wenn du hast diese Lampe immer dabei, dann fühlst du dich schon sicher, ne? Ja. Ja, Monika? Ja. Das sieht man in Hagen übrigens genauso. Die Christine schreibt uns das. Ich kann die Taschenlampe nur empfehlen, gerade für abends, wenn man alleine unterwegs ist als Frau. Ja. Das war das, was ich meinte. Ja, also da hast du mal ein bisschen was zum Festhalten. Wenn mal jemand schief guckt oder wenn du nicht ganz so sicher bist, holst du dir vielleicht so ein bisschen Selbstvertrauen. Oder Selbstbewusstsein, was du vielleicht ganz einfach dann für den Auftritt brauchst. Aber auch die Leuchtweite finde ich absolut gigantisch. Wie gesagt, bis zu 100 Meter auf freiem Feld, wetterfest, das Ganze aus einem stabilen Aluminiumgehäuse. Ein sehr, sehr schönes Modell. Übrigens kann man auch verschiedene Leuchtmodi einstellen, wenn Sie das möchten. Das müssen nicht immer 100% volle Leuchtleistung sein, auch mal ein bisschen weniger oder auch mal ein Blinklicht, falls man mal in eine Notsituation kommt. Ist hier ebenfalls wählbar, also das würde ich schon großartig. Drei klassische Batterien, Typ Doppel, passen hier rein, mit bis zu 8 Stunden Leuchtdauer. Ja, und bei voller Helligkeit und bis zu 48 Stunden bei niedriger Helligkeit auf 20%. Also das würde ich schon ein absolutes Highlight und für 10 Euro sehr empfehlenswert. Ja, natürlich. Und wie gesagt, für mich die originellste Taschenlampe. Und den Damen könnte es sein, dass sie nächtens sich einfach noch ein bisschen sicherer fühlen, falls man mal bedrängt wird. Man hört das ja leider immer öfter. Ich glaube, damit kannst du mal eine Gegend
ja, ich sag mal so einen ganz höflichen Hinweis gegen das Schienbein geben, dass du nicht unbedingt gesprächsbereit bist. Ja. Also ich finde das klasse, dass man Licht mit, also Taschenlampe mit ein bisschen sicherem Gefühl verbinden kann. Und das aus unserem aktuellen Programm jetzt für 10 Euro. Ja, das mit der Bestellnummer NX6803 und die 569. NX6803 und die 569. Übrigens alle Artikel natürlich aus dieser Show auch nochmal für Sie zum Nachlesen im Internet unter www.pearl.tv. Da finden Sie doch mal alle Highlights aus der aktuellen 10-Euro-Überraschungsshow. So, jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, oh. Oh, das sind aber viele Stecker hier. Das ist, oh, das würde ja fast sein, das passt in einen Cupholder, in so einen Getränkehalter im genau Auto. Genau so oder? Ist es auch gedacht. Ja. Das ist ein Auto-Kfz-Verteiler und zwar ein Vierfachverteiler. Und ist auch aus unserem aktuellen Autoprogramm. Und USB-betriebene Geräte werden immer mehr im Auto. Ob das eine Dashcam ist, ob das einfach mal ums Handy zu laden ist. Und hier machst du eigentlich aus der 12-Volt-Steckdose zwei 12-Volt-Anschlüsse und den USB-Port. Und das insgesamt mit einer Leistung für bis zu 80 Watt. Ja, und hier lese ich noch 12 und 24 Volt. Das heißt, das ist auch für Wohnmobilbesitzer bestens geeignet. Und dann hast du eben auch zwei Anschlüsse. Ja, also 12 Volt zum Beispiel, wenn man eine zusätzliche Sitzheizung im Auto hat, was ja bald wieder zum Tragen kommt, kannst du hier beide anschließen. Ganz toll finde ich die Form, weil das in jeden Cupholder, also in jeden Getränkehalter reinpasst. Ja, und dann ist es sicher verstaut und du hast eben genügend Stromanschlussstellen. Ja, das wackelt auch nicht, das ist hervorragend. Gerade wo du sagst, die Sitzheizungen, diese 12-Volt-Anschlüsse, früher also auch gerne mal Zigarettenanzünderbuchse genannt, sind natürlich Spitzenklasse, weil man ja häufig in die Verlegenheit kommt, dass man eben mehrere von diesen Steckern hier hat. Ja, insofern macht es natürlich Sinn, dass hier zwei dieser Steckplätze dabei sind. Ja, und jeder, der schon mal mit mehreren Personen im Auto gefahren ist, kennt das. Heutzutage hat nahezu jeder mal ein Smartphone dabei. Vielleicht haben Sie auch ein Smartphone und vielleicht ein Navi, was man per USB laden muss. Da reicht ein Steckplatz nicht unbedingt aus. Nicht jedes Auto hat von Hause aus einen USB-Steckplatz zum Aufladen solcher Geräte. Hier hat man gleich zwei. Und alles, was man machen muss, ist quasi eine Vollsteckdose belegen und macht daraus vier Steckplätze für unterschiedliche und Geräte. Noch ein bisschen mehr, da ist nämlich zwischendrin, das sehen wir nicht, weil wir es jetzt nicht angeschlossen haben, ein LCD-Display. Ja. Und in diesem Display wird einmal die Batteriespannung, also die Bordspannung angezeigt und es wird gezeigt, wie viel Ladestrom rausgeht. Und der William aus Freiburg schreibt, mit der Spannungsanzeige kann man gut den Ladezustand der Batterie erkennen, sowie die Funktion der Lichtmaschine. Also das ist noch ein positiver Nebeneffekt. Gemeinsam kostet es gerade mal 10 Euro. Die Bestellnummer ist die PX2326 und die 569. Und wir haben es erst mit einer Redaktionsmitarbeiterin davon gehabt. Die hat dieses Jahr ein bisschen Angst wegen der Batterien, will sich genau sowas holen, was auch den Ladezustand der Batterie zeigt, um da ein bisschen sicherer zu sein. Das ist hier einfach mit drin und du hast eben einen Vierfachverteiler. Also das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Der Ladezustand einer Kfz-Batterie ist im Winter bestimmt nie verkehrt, wenn man da mal einen Überblick hat. Gerade dann, wenn sie vielleicht ein bisschen älter ist und schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat, die werden ja nicht besser mit der Zeit. Ja, insofern ist es ganz einfach auch eine Sicherheit für den einzelnen Autofahrer. Möchtest du auspacken? Schön. Vielen Dank. Ja, klar. Tada! Oh. Was heißt etwas unglaublich Hilfreiches. So, antibakterielle Kühlschrankmatten, die auch noch geruchshemmend sind. Ein absoluter Klassiker inzwischen. Hier bei uns in den Shows, alles, was immer mit der Küche zu tun hat, da haben wir sie sehr gerne drin. Also auch im regulären Programm werden sie bei uns häufig gezeigt. Aber hier eben auch mal in der 10-Euro-Überraschungsshow, weil sie auch sehr stark nachgefragt werden von unseren Kunden. Hygienisch gegen unangenehme Gerüche. Das antibakterielle Material schützt ihren Kühlschrankinhalt wirksam vor Keimen, die unangenehme Gerüche verursachen. Die Matten absorbieren Feuchtigkeit und so vermeiden sie Stau. Nässe. Ich habe letztens einen sehr interessanten Artikel bzw. ein sehr interessantes Thema zu diesem Zusammenhang gesehen. Zawakis und Optenhöfel. Mhm. Ja, da hatten sie genau dieses Thema, wenn man also auch mit einem Kühlschrank ein bisschen Strom sparen möchte, wie man den beladen sollte und so weiter, dass man den auch mal 1-2 Grad raufdrehen kann, ist auch klar. Aber genau diese Geschichten, gerade diese Staunässe, sorgt ganz einfach dafür, dass ein Kühlschrank mehr Strom verbraucht, als es zwingend notwendig wäre. Und damit kann man das jetzt hier sicherlich verhindern, aber es ist nur einer von zahlreichen Zwecken hier von solchen Kühlschrankmatten.
Also ich habe es eigentlich gar nicht so richtig glauben wollen und habe es ausprobiert. Ja? Yeah. Learning by doing, ganz einfach. Ja. Es ist übrigens ein fünfteiliges Set, das müssen wir noch sagen. Das ist nicht eine dieser Teile, Matten. Ja. Es sind fünf dieser Matten. Und ich hatte wirklich das Problem mit Feuchtigkeit. Ja? Und hinten an der Rückwand war dann oftmals Vereisung und Ähnliches. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder. Mhm. Und dann habe ich die Matten mal reingemacht. Und seitdem habe ich das nicht mehr. Es ist weder feucht, noch dann hinten gefroren. Ja? Und jetzt die positiven Nebeneffekte, die ich... bin mir sicher, also ich habe zumindest das Gefühl, dass meine Lebensmittel jetzt länger halten, gerade auch wenn ich Gemüse im Kühlschrank habe. Und von den Gerüchen her muss ich sagen, ich rieche nichts mehr. Ja? Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Probieren Sie es mal aus, legen Sie es in Ihren Kühlschrank. Die kann man auch zuschneiden, falls Sie irgendwie ein bisschen einen kleineren Kühlschrank haben oder Ähnliches. Es sind aber fünf dieser Matten und Sie werden sie lieben. Probieren Sie es einfach mal aus. Ja. Unsere Kunden sind auch voll des Lobes. Die Elena aus Hamburg zum Beispiel konnte den Kühlschrank schon um 2 Stufen zurückstellen. Und da sind wir genau bei diesem Stromsparthema, was wir eben angeschnitten haben. Es scheint besser zu kühlen, seitdem die Matten dort ausgelegt wurden. Ich denke, das liegt an der Feuchtigkeit. Wahrscheinlich. Ja, also auch diese Eisbildung und so weiter ist da also auch kritisiert worden, was den Kühlschrank dazu verleitet, eben mehr zu bollern, als er unbedingt muss. Das verbraucht Strom und das müssen wir alle teuer bezahlen. In dem Fall kann man das vermeiden. Und der Timo aus Berlin ergänzt noch: Diese Matten für den Kühlschrank sind einfach klasse, sie sind rutschfest und selbst Gerüche verschwinden nahezu ganz, vor allem vom Käse. Ja, so ein schönes Stück Harzer Roller oder so im Kühlschrank, dann wirst du richtig einsam, wenn die Tür aufgeht. Eine offene Zwiebel reicht schon. Reicht auch schon, ne? Oder Hundefutter und also, so weiter. So, bestellen wir jetzt die NX 5705 und die 569. Preisalarm! Und jetzt haben wir einen Preisalarm und unsere treuen Stammzuschauer wissen, das ist ein ganz besonderer Artikel, vielen Dank, den wir nur einmal pro Besteller rausgeben dürfen. In der Regel lohnt sich das aber ganz besonders. Und was ist das hier? Eine Glasglocke oder eine Spardose. Ja, mit Zählstand. Cool. Wie viel Geld drin ist? Es ist eine XXL-Spardose. Die hat nämlich einen Inhalt von 3,8 Liter. 317,24 Euro. Und wir haben ein elektronisches Münzzählwerk. Jetzt in meiner Jugend, ich weiß nicht, Carsten, ob das auch noch deine Zeit war, wir haben aus den Diskotheken, die es damals gab, 3 Liter Flaschen Asbach abgestaubt, die leeren. Die gab es in 3 Liter. Und die hat man dann zu Hause genommen und Münzen reingeworfen. Das Problem war, du hattest immer ein bisschen Restfeuchtigkeit drin oder die haben Feuchtigkeit gezogen und dann haben die Münzen irgendwann angefangen zu rosten. Aber hier, das ist natürlich toll, sehr hygienisch, Zählwerk, man weiß immer, was man spart. Und ich würde sagen, bei dem großen transparenten Behälter kannst du vielleicht sogar ein Bild von deinem Sparziel reinmachen. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, so Hawaii oder die Bahamas oder die Malediven. Hochzeit, Auto. Oh, hast du genau. Geld, also dann, Körper. Oh, warst du singen, dass du so viel Kleingeld hast? Ja, ich habe mal mein Gehalt der letzten 3 Monate zusammengesammelt. Das haben wir gespart. Ja. Mhm. Oh ja, Mensch. Ich habe schon 317 Euro hier. Du hast schon 317 Euro? Ja, sag mal, Zählstand. Ich sehe sie deutlich, ja. Das ist sehr gut. Kannst du heute Abend eine ausgeben? Jetzt zählen wir einfach mal. Guck mal, das brauche ich für mein Gesicht. Achtung, pass auf. Es zählt also wirklich alle Münzen 1 Cent bis 2 Euro. 2 ist richtig. Ja, Zählwert geht bis 9.999,99 Euro. 8, 9, 10 Cent habe ich jetzt hier reingeworfen. Da machst du ein Fass auf. Ja, so, und die haue ich heute Abend sowas von hemmungslos auf den Kopf. Für was sparst du? Die sind jetzt zum Sparen. Ich lade euch alle zum Essen. Die bleiben alles meine Freunde heute Abend. Ja. Die bleiben da. Aber was sparst du zum Beispiel? Auf was ich spare? Mhm. Ein neues Auto wäre schön. Okay. Schöner Urlaub wäre auch mal wieder ganz nett. Musst du ein paar Mal. Monika und du? Ja, bitte? Also, Monika? Monika, worauf sparst du? Also ich will endlich mal wieder voll tanken. Ich will da was mir sagen. Jetzt aber, das ist doch auch eine schöne Verpackung für ein Geldgeschenk. Sarah aus Köln schreibt, eine tolle Sparidee für Groß und Klein. Für das Finanzamt. Auf einmal wird das Kupfergeld wieder interessant. Und zum Schluss macht's die Summe. Ja, also ich finde es mal eine außergewöhnliche Spardose. Und für größere Ziele ist die mit Sicherheit bestens geeignet. Ja, also in 10-Cent-Schritten wird es ein langes Unterfangen, aber es ist ja reichlich Platz drin. Ja. Man muss ja noch Ziele haben. Aber ich habe 10 Cent reingeschmissen und er hat 10 Cent gezählt. Natürlich kann man diesen Zählerstand dann auch immer wieder auf 0 zurücksetzen. Das ist klar, wenn man das Sparschwein geschlachtet hat.
in Anführungsstrichen. Aber hier bei mir würde es immer so aussehen. Ja, das ist nicht lustig. Aber ist doch eine coole Angelegenheit. Ich lebe halt einfach. Und ich finde das, find das cool. So, ich habe ja auch so ein Sparschwein zu Hause. Das ist so ein Totenkopf, habe ich aus Hamburg mal mitgebracht. Mhm. Habe ich letztens gezählt, da waren über 100 Euro drin. Echt? An Kleingeld, an Klimpakram. Oh, hier musst du nicht mal zählen. Hier musst du nicht mal zählen, hier sieht man immer, was drin ist. Da sehen wir, regulärer Preis 21 Euro, jetzt 10 Euro. Sie denken bitte dran, das ist der Preisalarm. Also maximal eine Spardose pro Besteller. Die Bestellnummer ist die NX6927 und die 569. Du als Hochzeitsgeschenk, ein schönes Bild rein. Und man schenkt ja oft zu Hochzeiten oder ähnlichen Anlässen Geld. Da macht man das in Kleingeld rein, so schön. Ich glaube, dann ist das auch ein ausgefallenes Geschenk. Ja, definitiv. Also es macht Sinn, das sieht cool aus und ist nochmal eine peppige Geschichte. Wenn du jetzt Kleingeld hast, abends aus dem Portemonnaie raus, zack, zack, zack in die Spardose. Und dann sieht man natürlich auch, wie sein Sparguthaben wächst. Ja. Jetzt haben die zwei ein Grinsen im Gesicht. Da bin ich mal gespannt, was hier rauskommt. Oh, eine Uhr, würde ich sagen. Eine Uhr? Wahrscheinlich eine, Radio Controlled, eine Funkuhr. Wahrscheinlich ein Wecker und Temperaturanzeige und Datum. All das sehe ich auf den ersten Blick. Boah. Also kannst du bitte Licht anmachen? Jetzt muss ich mal schauen, da müsste irgendwo Light stehen. Gucken wir mal da unten. Ja, jetzt weiß ich, warum du fragst. Ja, Licht. Weißt du, da übersiehst du das einmal. Ja? Und dann kriegst du das noch 5 Jahre später. Was meinst du jetzt? Ich wollte mal das Licht anmachen, habe ich gewusst, wie es geht. Da steht dann, drauf dafür. Da steht Licht drauf. Also, nicht überall, wo Licht draufsteht, ist Licht drin, aber in dem Fall stimmt's. Ja, nur aber, weil du das Licht anmachst, muss es ja nicht gleich hell werden. Ne? Ja, ist richtig. Aber schau mal, sowas auf dem Nachttisch. Erstens mal stört dich die Anzeige nachts nicht. Und wenn du auch trotzdem mal wissen willst, wie viel Uhr ist, drücken Sie da drauf, wo Licht draufsteht. Aber wir sehen die Uhrzeit, funkgenau. Wir sehen das Datum, wir sehen auch die Temperatur und den Wochentag. Das finde ich super. Alles. Wäre vielleicht für dich nicht schlecht gewesen am Sonntagmorgen, damit du weißt, in welchem Jahr du bist, Carsten. In der Tat. Ich habe eine Weile drüber nachdenken müssen. Und es hat geraschelt und geknirscht. Wer, wo, bin ich und warum? Ja? Und wie oft und wie viele. Der digitale Funkwecker mit Temperatur. Wir müssen reden, aber sowas von. Der digitale Funkwecker mit Temperaturanzeige und Kalender gefällt auch dem Felix aus Salzburg. Mhm. Zurzeit gibt es im Online-Markt kein vergleichbar formschönes, funktionelles Gerät zu einem derart günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das hat aber schon lange gesucht. Und der Roman aus Neukirchen ergänzt noch, optisch ist die Uhr sehr schön, praktisch, da Funkuhr ebenfalls, würde die Uhr weiterempfehlen. Jetzt geht es ja, wie du es eben angesprochen hast, bald jetzt auch wieder in die Winterzeit, in die reguläre Zeit, ja. Mhm. Da wird die Uhr wieder zurückgestellt oder wird sie vorgestellt. Wie war das doch gleich? Die Gartenmöbel kommen wieder rein. Also wird es zurückgestellt. Ja, das ist jetzt nicht verkaufsfördernd. Ich wollte die Funkuhr erklären. Ach so. Ja? Das müssen Sie sich gar nicht merken, das macht die Uhr von ganz alleine. Ich finde sowas klasse, auch vielleicht als Reisewecker. Ganz einfach, weil in Hotels gibt es ja oftmals auch auf dem Nachttisch keine Wecker. Da kann man das mitnehmen, das ist nämlich auch ein Wecker. Und auch da kann man sich auf die Uhrzeit verlassen. Also ich finde sowas klasse, für 10 Euro ein mega Schnäppchen. Ja. So, haben wir noch eine Bestellnummer für? Das ist die NC2152 und die 569. NC2152 und die 569. Alleine auch schon ohne die Weckfunktion, nur mal als Uhr, finde ich die schon sehr, sehr schön gemacht. Vielleicht auch mal für einen Schreibtisch oder für die Küche oder sowas, wo man mal so eine vernünftige Uhrzeit braucht. Aber die Weckerfunktion natürlich auch mit dabei, plus Temperatur, Datum. Hast du gerade auf dem Foto die Temperatur gesehen? Nee. 74 Grad. 74 Grad? Ja, also nicht wundern, das war ein Fahrenheit. Man kann das umstellen, von Celsius auf Fahrenheit. Ja? Also, wenn wir mal 74 Grad haben, dann brauchen wir keine Uhr mehr, glaube ich. Nee, dann... Verkauf mal Luftkühler. Dankeschön. Vielen Dank. Es wird richtig romantisch. Jetzt wird es richtig romantisch. Ich glaube, jetzt kommen die Damen Kosten. Jetzt. Pass auf, sind sogar drei verschiedene Größen. Schau mal einmal. Wow, danke. Das ist aber sehr romantisch. Zweimal. Und es wird noch romantischer und noch romantischer. Dreimal. Aber noch romantischer, wann machen wir das Licht aus, oh ja, oder? Das würde uns helfen. Ja. So spontan. Unsere Lichtzauberin, da mach mal, Diana. Kann ich? 1, 2, 3.
Yeah. So, und jetzt sehen wir es. Es ist ein Dreier-Set mit Fernbedienung. Echt Wachskerzen mit beweglicher Flamme, Fernbedienung und sie sind dimmbar. Also man kann hier sogar die Helligkeit regulieren, mal ein bisschen noch romantischer. Aber schaut mal, wie das flackert. Das sieht doch aus, als würden da echte Kerzen brennen. Es sind auch echte Kerzen, aber eben keine echte Flamme. Das ist LED. Das gucke ich mal gerade. Carsten spielt gerade am Ausschalter rum. Carsten, mach die Romantik nicht aus. Ich mache gar nichts. So. Doch wenn du auf Aus drückst, gehen die Kerzen Samstagabend, aus. Sonntagmorgen. Nein. gehen nur noch zwei. Kannst du dich nicht in meine Kerzen hier einmischen? Entschuldigung. Du hast deine eigene. Ich wusste eigene. Nicht, dass wir unterschiedliche Kerzen haben. Ja. Aber lass mal gerade sehen, egal, also die Fernbedienung, du kannst jetzt auch mehrere Sets bestellen, bis zu 5-mal ist das ja möglich, und kannst dann wirklich alle mit einer Fernbedienung bedienen, wo es also nicht alle aufsorgen pro Dreier-Set. Ja. Aber das sieht wirklich so fantastisch echt aus. Also wir haben es, glaube ich, gerade und Sie haben es auch gesehen im Fernsehbild. Diana, wo stehen bei dir zu Hause alles Kerzen? Überall. Also ich liebe das zum Beispiel im Badezimmer. Auch. Ich liebe das in meinem Schlafzimmer, im Wohnzimmer. In Schlafzimmer, echte Kerzen. Das könnte gefährlich werden, wenn man sie mal vergisst. Ja, also natürlich. Echt brennende. Dann ist der nächste Besucher, den du hast, die Feuerwehr, wenn man Pech hat. Ja, hier kann das nicht passieren. Ja. Und es ist wirklich wunderschön. Ein Dreier-Set, verschieden groß. Und normale Kerzen, die auch, die man ja immer wieder kaufen muss, weil sie runterbrennen, die kosten doch mehr als 10 Euro, oder? So LED, also richtige Echtwachskerzen. Der Wahnsinn. Super schön gemacht. Super schön gemacht. Ich mag die, wenn die so in so Windlichtern stehen. Monika ist ganz verliebt in die Kerzen, oder? Ja. Ich finde das richtig schön. Jetzt beginnt ja auch wieder die Zeit, wo man die Kerzen anhaben kann. Und hier mit der Fernbedienung, da muss man ja nicht mal aufstehen. Gefällt mir richtig gut. Ist für euch Frauen nicht das ganze Jahr Kerzenzeit? Ja, eigentlich schon. Aber klar, wenn es früher dunkel wird, wenn es dunkel ist, kommen die Kerzen jetzt viel, in der viel besser zur Geltung. Dann wird das so schön romantisch. Die Bestellnummer für das Dreier-Set ist die NX8398 und die 569. Die 569 bitte nie vergessen, weil nur damit bekommen Sie den fantastischen TV-Sonderpreis. Und schön finde ich natürlich, dass man die nicht irgendwie händisch an- und ausschalten muss, sondern dass man das mit der Fernbedienung macht. Carsten, ist auf der Fernbedienung, wenn du dazukommst, auch eine Timer-Funktion? Ja, 4 Stunden oder 8 Stunden. Das ist doch auch toll. Dann braucht man nicht mehr ans Ausschalten denken, die gehen automatisch aus. Ja. Sie sehen toll aus, sie flackern wie echte Kerzen. Also das ist ein Mega-Artikel für 10 Euro. Sehr, sehr cool gemacht. Und ich weiß, dass man für so ein Dreier-Set LED-Echtwachskerzen richtig gut Geld auf den Tisch legen kann. Und wenn man mal so mit dem Nagel so drüber geht oder auch mal dran riecht, dann merkt man, dass das wirklich de facto echter Wachs ist, der hier verbaut ist. Nur eben keine echte Flamme. Und das macht so eine Kerze natürlich immer dann ganz interessant, wenn du jetzt mal eine in der Nähe vom Vorhang hast. Mhm. Ja, wenn so der Wind so ein bisschen reinweht und so weiter, dann ist das gefährlich. Aber hier sieht es einfach klasse aus und es ist völlig ungefährlich. Und es gibt auch keine Wachsflecken. Ich glaube, jeder kennt das bei stumpfen Kerzen, wenn die mal auslaufen. Löschpapier. Tischdecke. Ja. Bügeleisen, Löschpapier. Kennt ihr auch noch früher, Sie sind ja auch. Aber die Ränder bleiben. Es geht immer noch weiter mit unserer Schnäppchenjagd. Und wir haben, jetzt wird es klein, das nächste Produkt. Ist das Schluss hier, ne? Dankeschön. Nein. Das ist ein USB-Dongle. Aber wofür? Ein das Dongle? Musst du mir sagen. Ein Dingeldongle? Weil das steht nicht drauf. Ich kann dir die Artikelnummer sagen, die steht drauf. Das ist die NX4442 und die 569. Das sieht aus wie ein Steuerdongel, so klein wie von einer Computermaus, aber dann würde die Maus fehlen. Was ist es, Carsten? Ja, es ist also ein Nano-WLAN-Stick für bis zu 600 Mbit. Also eine ganz ordentliche Datenmenge geht da drauf. Was macht man damit? Ganz einfach. Es gibt viele ältere Geräte oder auch mal so ein typischer Desktop-Rechner. Die sind in der Regel nicht WLAN-fähig. Das heißt, sie sind nicht in der Lage, mit kabellosem Internet umzugehen. Ja, gerade bei so einem Desktop-Rechner kennt man das. Also hat man den irgendwo am Schreibtisch in der Nähe der Telefonbuchse, da wo eben das kabelgebundene Internet aus der Wand kommt, um ein möglichst kurzes Kabel zum Gerät selber zu haben. Jetzt ist aber WLAN, also kabelungebundenes Internet, natürlich um ein Vielfaches praktischer. Ja, egal von welchem Gerät wir sprechen. Bei so einem Handy auch, du würdest dein Handy auch nicht dauernd an ein Kabel dran machen. Und insofern nimmst du ganz einfach diesen Dongle als WLAN-Verbindung. Ja, dann kannst du dir das lange Kabel sparen. Und ich glaube, Diana, einen ähnlichen Effekt hast du mit deinem Fernseher gemacht, kann das sein? Ja, richtig. Aber ich habe diesen Stick gekauft
für 80 Euro. Ich musste das kaufen. Ich wusste das nie, dass du ganz einfach jetzt mit kleinem Ziel. Müssen wir sagen, du hast einen Erweiterer gekauft und von dort aus mit dem Kabel dann rein. Also einen Repeater. Ja, und das ersetzen würde in dem Fall den Repeater ersetzen. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert, weil es ganz schwer ist, so einen kleinen Dongle im Fernsehen zu zeigen. Wir haben das sicher gemerkt. Deshalb auch Nano, weil das so unglaublich klein ist, eigentlich unsichtbar. Auch für Laptops, die aus irgendeinem Grund, bei denen es WLAN nicht mehr funktioniert, ist das machbar. Aber das, was du gesagt hast mit den Desktop-Rechnern, die stehen ja oft weit weg vom Router. Und dann quer durchs Haus ein Kabel zu legen, ich glaube, das hier ist dann doch die bessere und elegantere Lösung, vor allem für 10 Euro. Ja, so ein kleines Ding kann praktisch sein. Der Winnie aus Holzkirchen schreibt auch, meine WLAN-Karte im Laptop setzt zeitweise aus. Ich ersetze diesen Mangel mit dem Stick. Gute Funktion, läuft problemfrei, belegt aber USB-Port. Na gut, ich glaube, das kann man verkraften, wenn man ansonsten den Vorteil von kabellosem Internet hat. Und auch der Johannes aus Sontheim ergänzt hier noch, einfach gut kann man mit einem normalen PC, kann man in einen normalen PC reinstecken, der in einer anderen Etage als der Router steht, mit WLAN verbinden und es kann losgehen. Ist auch definitiv mit 10 Euro deutlich günstiger als so ein WLAN-Repeater, den man ja auch ganz gerne nimmt, um das WLAN zu verstärken. Damit funktioniert es problemlos. Die NX4442 und die 569 ist dafür die passende Bestellnummer für unseren Nano-WLAN-Stick. Der war so klein, da hat jetzt gerade die Artikelnummer, die hat genau drauf gepasst, ganz klein geschrieben. Ja. Also da sieht man erstmal, wie klein der ist. Toll, so klein und so viel Technik. So, Carsten, weiter geht's. Was haben wir? Das ist schwer und es steht AGT drauf, dann ist ein Werkzeug drin. Da ist ein Werkzeug drin. AGT ist bei uns Werkzeug. Jetzt bin ich mal gespannt, was es für eins ist. Es ist ein wirklich 13-teiliges Monika, das für Uhrmacher-Werkzeug. Wir hatten es heute von einer Uhr von Monika, bei der die Batterie leer ist. Ja. Und sie kam einfach noch nicht dazu, die wechseln zu lassen. Genau. Aber ich kann dir sagen, fürs Wechseln wirst du um die 10 Euro. Ja, das sehe ich nicht ein. Sogar 20 Euro bezahlen. Ja. Hier zahlst du einmal 10 Euro für das Set und du kannst es bei 99% der Uhren jetzt selber machen. Ob geklemmtes Gehäuse, geschraubtes Gehäuse. Ja, hier sehen wir das zum Öffnen. Das Blaue ist übrigens ein Stiftausdrücker für Gliederarmbänder. Das Schwarze hier ist ein Gehäusehalter. Wir haben eine Pinzette. Wir haben zum Schrauben hier das kleine Schraubzeug, aber auch das Spezialwerkzeug, um geschraubte Deckel aufzumachen. Also glauben Sie mir, es macht auch richtig Spaß, jetzt mal selber so kleine Reparaturen, ob das ein Armbandwechsel, das länger machen, das kürzer machen oder der Batteriewechsel ist, das selber durchzuführen. Und man spart unterm Strich unglaublich viel Geld. Ja, und ich finde dieses Erfolgserlebnis klasse. Ja, so eine Uhr mal eben zum Uhrmacher zu bringen, kannst mal die Batterie wechseln, ist ja eine Sache. Aber sowas mal selber zu machen, wenn man, ich sag mal, eine gewisse Affinität auch zu seiner Uhr hat, finde ich, macht einen unglaublich stolz. Also ich finde das großartig, wenn man ganz einfach auch mal die eine oder andere Reparatur selber machen kann. Aber es geht ja schon los, ja, wenn du alleine schon anfangen musst und musst mal so ein Uhrenarmband, so ein Gliederarmband mal um ein, zwei Glieder verlängern oder verkürzen. Da kommst du ja schon an deine Grenze. Wie willst du denn da die blöden Stifte rausdrücken? Das kann man hier hervorragend machen. Stiftausdrücker ist dabei. Oder mal eben den Gehäuseboden abheben. Manche sind gesteckt, andere wiederum sind geschraubt. Wer hat denn da schon das passende Werkzeug für zu Hause? Es ist einfach schön, wenn man sowas auch mal selber machen kann. Ist natürlich eine sehr filigrane Arbeit, aber ich glaube, das Ergebnis wird dann irgendwann für sich sprechen. Was man natürlich braucht, um solche filigranen Arbeiten zu machen, ist ganz klar ein vernünftiges Werkzeugset. Und genau das haben wir hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit sicherlich in den nächsten Jahren sehr, sehr glücklich und zufrieden ist und sich jede Menge Geld spart. Also spätestens am zweiten Mal Batterie austauschen gespart, weil man es selber gemacht hat, hat sich so ein Set schon gerechnet. Aber eben auch mal, wenn man so solche Armbänder hat, die man ganz einfach mal verlängern oder verkürzen möchte, ist das eine tolle Variante mit Gehäusehalter, hier mit so einem Schrauber, den man einstellen kann. Und es ist auch ein Artikel aus unserem aktuellen Programm. Und ich meine, kostet 18 Euro bei unserem regulären Programm, heute für 10 Euro. Probieren Sie es einfach mal aus, was Carsten gesagt hat, stimmt zu 100%. Spätestens bei der zweiten Batterie, also Knopfzelle, die Sie selber wechseln, hat sich das refinanziert. Und Sie werden sehen, so Knopfzellen, kosten Centbeträge. Da braucht man gar nicht sich drüber unterhalten. Und es macht Spaß und erfüllt einen mit Stolz. Ja. Die Bestellnummer ist die NX6892. Und
und die 569. Es ist ein 13-teiliges Set, übrigens auch ein Federstegbesteck hier für Lederarmbänder oder Silikonarmbänder, die man ja auch mal wechseln muss. Also hier ist wirklich alles dabei. Und das war sie schon wieder, unsere 10-Euro-Überraschungsshow mit wirklich fantastischen Produkten, die wir hier drin hatten. Begeistert hat mich dieser kleine Nano-WLAN-Stick, den wir hatten. Ja. Sie holen jetzt Ihr Lieblingsprodukt, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Und bleiben Sie bei uns. Es geht spannend weiter. Viel Spaß.